Hey liebe Leute und willkommen zum finalen Part von Let's Play Böse Nachbarn 2 für den PC. Wir sind im letzten Part aus Mexiko abgehauen und sind jetzt noch ein letztes Mal auf dem Schiff im finalen Level. Keine Panik, der Urlaub geht dem Ende zu. Schon hat das Schiff den Kurs Richtung Heimat eingeschlagen und überall ist Ruhe eingekehrt. Der Nachbar streut an Deck herum und spielt mit allem, was nicht festgenagelt wurde. Das wird ihm sicher nochmal zum Verhängnis, meint Woody. Es ist nochmal ein kurzes Level tatsächlich, mit nur 6 Streichen maximal, also 4 bis 6. Hätte ich doch lieber so machen sollen, dass ich ein Level, ein Part und jetzt die beiden, egal. Ich werde in dem Part ja noch ein bisschen labern. Man sieht jetzt schon, ne, so viele Trophäen habe ich nicht geschafft, aber wir haben zumindest immer alle Streiche gezeigt, auch wenn es in 1, 2, vielleicht 3 Leveln ein bisschen frustrierend war. Let's get going. Finaler Part, finales Level. Und leider ist damit das Franchise dann auch komplett auf meinem Kanal, denn es gab einen dritten Teil. Es gab irgendwas gab es, was so ein Pseudo-dritter Teil war oder so, aber der war irgendwie kacke. Da muss ich mich nochmal informieren, das habe ich schon wieder vergessen. Okay, es ist diesmal wieder ganz... Ah ne, diesmal gibt es oben die Kapitänskajüte. So, er geht nach links, dann können wir an der Stelle mal kurz hier irgendwie was machen. Da ist eine Dusche, mit der wir was machen können. Was gibt's hier? Ein Teppich. Und das Schrotflinten. Ja, das sind Schrotpatronen. Nice. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt nach rechts weg? Super. Oh, der Papagei ist hier. Ah ne, das ist aber nicht der Papagei aus dem ersten. Schade. Was kann ich mit dem Teppich machen? Hier hin? Nee. Da ist zu. Jetzt gehst du zu der Pistole. Ah, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Nur die Mutti müsste mal einschlafen. Sehr gut. Gehst du jetzt da lang? Perfekt. Schneller bitte. So, erstmal packen wir hier die Munition rein natürlich. Nehmen die Scherben. Gucken unter der Schuhmatte, wo vermutlich ein Schlüssel liegt oder ein Zahlencode halt. Moment, der Zahlencode ist nicht dafür. Okay, dann verstecke ich mich erstmal. Na, wobei, jetzt geht er gerade. Ne, dann kann ich runter. Okay, aber irgendwomit muss ich dann die Tür ja noch aufkriegen. Ich muss ja noch da hochkommen. Da waren Schlaftabletten drin. Okay. So, hier mein Teppich. Das Ding da oben kann ich nicht präparieren. Wer weiß, was dieser Teppich nur machen könnte. Ich weiß es nicht. Ein Zahlencode. Wo brauche ich den? Moment, sie geht jetzt runter. Oh Gott. Aber wo genau geht sie hin? Ich glaube, sie geht nicht hier hin, sondern nur hier nach rechts. Ansonsten bin ich gefickt. Ja, sie geht da hin. Hm. Okay, was könnte ich aber hier jetzt machen? Mit Scherbe und mit Schlaftabletten? Ich glaube, mir fehlen noch ein paar Items. Ich müsste da hochkommen. Oh je. Das war belastend für den Nachbarn. Okay, es waren tatsächlich keine Schrotpatronen, sondern Flares, aber das ist auch okay. Es gibt hier ja keinen Keller und so. Und damit konnte ich jetzt auch nichts machen mit der Dusche. Hm, ich muss hier nochmal lang. Was mache ich denn mit dem Zahlencode, sag mal? Tschüss. RMS Blue Star. Ob das noch irgendeine Bedeutung hat? Das ist jetzt zu. Kann ich jetzt damit interagieren? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kann ich hier mit der Scherbe wahrscheinlich das hier lose schneiden oder so. Muss ich mich aber auch beeilen, weil Mutti kommt gleich runter. Oh je. Es darf jetzt nicht zurückgehen, sonst wird es zeitlich zu knapp. Boah, das war knapp. Holy fuck.
hat das jetzt gebracht? Das wird dann runterfallen, da ist Fisch drin. Den Fisch könnte ich vielleicht in die Blume packen, weil das stinkt dann. Ne? Aber... Weiter? Was mache ich denn mit dem Zahlencode? Okay, ich guck mal, was hier so für Tipps sind noch. Glasscheibe ist völlig verschmutzt, damit ist sie eigentlich zweckentfremdet. Die muss ich sauber machen. Soweit ich erkennen konnte, trägt es ein Band mit einem Schlüssel ums... Oh! Okay. Aber schleichen konnte man hier ja nicht. Tja, wie komme ich an dich ran? So nicht. Und gleich nochmal gefickt. Okay, also er den Schlüssel, um da hochzukommen. Und da oben kann ich bestimmt was mit dem Zahlenschloss machen. Aber was mache ich mit den Schlaftabletten? Na gut, den könnte ich ihm in den Grog tun da oben. Dann machen wir erstmal das mit dem Fisch. Dann machen wir mal eins nach dem anderen, was wir hinkriegen. Zwei Fische. Vielleicht einen, um den Papagei anzulocken, dass er irgendwie was frisst. Oder kann ich einen hier in die Dusche packen manchmal? Na gut, wir werden auf jeden Fall erstmal gleich die Blumen stinken lassen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Oh, hier ist das Logo. Irgendwas muss ich damit ja auch noch machen können, aber die Decke, die ist weg. Tücher oder sowas haben wir nicht. So, kann ich dir hier manchmal noch einen Fisch hinlegen? Nee. Dagegen legen bringt ja auch nichts. Aber ich habe noch einen Fisch. Na, was bringt der mir? Was mache ich mit dem Papageien? Jetzt, oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, er überspringt jetzt das da unten. Das macht es mir ja schwieriger damit. Kann ich irgendwie die Schlaftabletten hier einflößen? Okay, warten wir erstmal ab, bis der Streich da passiert. Ich bin gerade schon wieder überfordert hier. Also das ist ein Streich. Dann fehlen noch zwei. Ein hat irgendwas da oben mit dem Kapitän auf sich. Irgendwas muss ich mit der Glasscheibe machen. Wahrscheinlich für den... Was macht sie jetzt? Sie geht jetzt runter. Geht sie jetzt duschen? Ah ja, da liegen jetzt neue Items. Zum Beispiel ein Tuch. Mit dem könnte ich das da abwischen. Ich könnte jetzt schon hier stoppen. Also ich werde schon durch. Aber ich glaube, es gibt eine geheime Endsequenz, wenn man hier alles macht. Ich bin mir aber nicht sicher. Das kann ich mir auch gerade einbilden. Aber ich glaube, ich erinnere mich, was quasi dann der letzte Streich ist. So, und jetzt wird das Timing schwierig. Weil du gehst jetzt, geh jetzt rüber, genau. Meine Mutti kommt ja dann bald hier hin, deswegen muss jetzt bitte schnell gehen hier. Eimer machen. Vielleicht den Fisch drauflegen, dass er da ausrutscht, weil er wird jetzt wahrscheinlich spannen, indem er auf den Eimer steigt. So verzweifelt war dann seine Jagd nach Olga am Ende. Okay, und jetzt geh bitte schnell hoch, bevor Mutti runterkommt. Moment, was? Wieso geht er jetzt hier lang? Oh, du Arschgesicht.
ich jetzt keine Chance, da muss ich noch warten. Hätte ich jetzt ein Leben verloren. Okay, er überspringt jetzt auch noch das. Das heißt, er nimmt jetzt wieder diese L-Form hier, also die gespiegelte L-Form. Holy fuck. Das ist echt schwierig, das Level, weil man die ganze Zeit umdenken muss. Weil er seinen ganzen Plan die ganze Zeit immer ändert. Okay, also ich muss jetzt warten, bis sie schläft und er wieder unten ist. Okay. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich gleich da drüben gewartet, aber das wusste ich natürlich nicht. Weil jetzt hat er quasi keinen Grund mehr dahin zu gehen, ne? Ich könnte ihm jetzt noch den einen Streich spielen, indem ich halt da den Fisch drauflege. Dann nehme ich mir das Tuch, werde das abwischen, dann fliegt er bestimmt, dann fliegt der Vogel, glaube ich, dagegen. Dann kriege ich den Schlüssel so. Dann haben wir noch einen Streich und der wäre dann hier oben. Glaube ich. So. Gehst du jetzt also wieder unten lang, ist dein nächstes Ziel die Dusche und du gehst... Ach, du gehst aber trotzdem da lang. Das ist ja echt, das ist schwierig. Das wird schwierig. Gott sei Dank habe ich noch zwei Leben. Also vor allem würde es jetzt halt eine Weile dauern, weil ich muss jetzt warten. Ich habe das Tuch ja noch nicht. Ich muss jetzt warten, bis er damit wieder fertig ist und nach rechts raus ist. Und dann kann ich hier Streich, Tuch, das, so, so. Und bin hoffentlich schnell genug. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie unten lang zirkulieren oder so. Boah, das ist auch richtig kompliziert hier. Am Ende. Bei den letzten beiden Streichen. Gut, dass das hier doch nochmal ein extra Part ist, weil wir sind ja jetzt schon hier bei über 10 Minuten. So. Und jetzt schnell. Fisch platzieren. Wo brauche ich denn den Zahlencode? Oben irgendwo? Keine Ahnung. Tuch holen. Achso, den brauche ich wahrscheinlich am Kapitänspult. So, das jetzt schnell abwischen. Und zwar wirklich schnell. Er macht jetzt gleich nur noch die Pistole. Das ist das Letzte, was er macht. Was passiert jetzt? Ist jetzt die Kamera da runtergegangen? So, setz dich mal hin. Und wenn ich jetzt hochgehe, blickst du dann dagegen. Schön. Dann nehme ich mir jetzt deinen Schlüssel und gehe hier runter. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen. Ich hoffe, dass sie dann jetzt erstmal schläft. Sehr gut. Weil dann funktioniert das hier relativ unproblematisch. Aufschließen, hochgehen. Achso, und da muss ich noch warten, bis er da oben war wahrscheinlich. Hochgehen. Damit kann ich nichts machen. Dann hier einmal Schlaftabletten. So. Jetzt muss ich warten, bis er weg ist. Schnell. Das würde mich, glaube ich, noch ein Leben kosten. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe ja zwei. Tja, da hat es am letzten Tag auf der Rückfahrt auf jeden Fall nochmal ordentlich verschissen bei Olga. So, der ist weg. Dann benutzen wir den Zahlcode hierfür. Und schaffen wir es noch rechtzeitig zum Versteck? Ja, doch, das könnte sogar noch funktionieren. Vielleicht verpassen wir kein Leben. Verlieren wir kein Leben mehr. Der letzte Streich in Böse Nachbarn 2. Das letzte Level war ziemlich progressiv, so hatte ich das Gefühl. There you go. Viel Spaß beim Segeln. Oh hey, ich habe sogar noch eine Trophäe geschafft im letzten Level. Wunderbar. So, das Rad ist kaputt und das ist jetzt belastend. Ah, kam jetzt nicht noch eine Sequenz? Ja.
Applaus, nur Olga, der Kapitän und der Hund sind wahrscheinlich ertrunken. Schade, liebe Leute, damit sind wir auch mit diesem Projekt fertig. Sorry, wie gesagt, nochmal, dass ich da ein, zwei Mal so frustriert war. Hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich liebe dieses Spiel, trotz aller Umstände. Es ist ein ganzes Stück Kindheit von mir, war viel Nostalgie dabei wieder. Finde aber auch hier trotzdem den ersten Teil cooler. Also klar, das hat hier so Ort, also von den Ortschaften her mehr Varietät, mehr Unterdings als der erste Teil. Abwechslung, das Wort habe ich gesucht, danke. Aber ich finde den ersten Teil trotzdem cooler, wie sich so langsam dieses Haus ausbaut. Und auch die Streiche waren irgendwie cooler. Und es hatte noch keinen zweiten Gegner, das ist schon echt ätzend. Ja, liebe Leute, das war's dann mit diesem kurzen Nebenprojekt. Ist mal, wie gesagt, so ein kleines Schadenfreude-Spiel für zwischendurch. Ja. Und dann gehen jetzt die Videos ganz normal weiter. In ein paar Tagen kommt dann wahrscheinlich nochmal so ein anderes tägliches 15-Uhr-Projekt, was ähnlich kurz ist, aber nur voraussichtlich. Ich bin mir noch nicht sicher. Gut. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit allen anderen Videos, was jetzt so demnächst noch so kommt, und tschüss, wir sehen uns. Tschüss.